Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Videoserie hier bei MeAppleCat, in der ich euch einige Raumschiffmodelle aus der offiziellen Raumschiffsammlung von Eagle Moss vorstellen werde. Und wir beginnen auch direkt mit der USS Enterprise NCC-1701D. Werfen wir mal einen genauen Blick auf das Modell und ich gebe euch ein paar Fakten dazu. Das ist ein Raumschiff der Galaxy-Klasse. Sie wurde in der Flottenwerft Utopia Planitia gebaut und ist 2363 vom Stapel gelaufen und wurde 2371 schon zerstört. Sie hat eine Länge von 642,5 Metern, 42 Decks, ist 1012 Crewmitglieder stark und erreicht eine Warp-Höchstgeschwindigkeit dauerhaft von 9,6. Also damit kommt man schnell durch den Verkehr und sollte es sich doch einmal stauen, gibt es immer noch 12 Phaserbänke und 3 Photonentorpedorampen, die einem den Weg freiräumen. Und das Ganze natürlich nur auf Kommando von Captain Jean-Luc Picard. So viel also zu den puren Fakten. Hier habe ich das Modell vor mir stehen. Wie bei Eagle Moss üblich ist das hier auf so einem Ständer geliefert, wo man das Teil rausnehmen kann. Ich zeige euch mal eben, wie so ein Standfuß aussieht. Der ist auch ein wenig schwer, damit das einen guten Stand hat. Auf der Unterseite sieht man dann immer noch mal die Registrierungsnummer USS Enterprise NCC-1701D. Und so eine samtige Unterfläche haben wir noch. Und dann immer diesen transparenten Standfuß, der bei jedem Modell etwas anders ist. Und er ist hier etwas wackelig geraten. Also da ja, der ist nicht ganz so fest drin. Da gibt es Modelle, da ist das richtig fest drin, aber hier ist das insgesamt etwas wackelig und das gilt auch hier für die komplette Befestigung der Enterprise. Die ist ja nur hier hinten so reingesteckt und naja, so stabil ist das nicht. Also beim Staubwischen oder so hat sich die bei mir schon öfters gelöst und ist dann runtergefallen. Und als ich eben diese 360-Grad-Aufnahme gemacht habe, gab es auch schon einen Unfall. Die ist mir richtig gecrashed und auseinandergeflogen, aber ich konnte zum Glück alles wieder zusammenstecken. Und dann werfen wir mal einen genauen Blick auf die Details. Und wir beginnen mit der Untertassensektion und da sieht man schon, dass hier wirklich alles sehr präzise gefertigt ist für so ein Modell. Wir haben die Registrierungsnummer, die Aufschrift USS Enterprise, wir sehen hier diese ganzen kleinen Fensterchen, die verschiedenen Platten hier der Panzerung, die sind auch sehr schön mit dieser Struktur aufgedruckt. Hier haben wir dann nochmal die Brücke der Enterprise, alles sehr schön geraten. Dann natürlich hier die vorderen oberen Phaserbänke, die wir hier sehen in diesem Oval einmal auf der Untertassensektion. Gehen wir mal etwas weiter nach vorne, dann können wir hier das Profil sehen. Also auch die Wölbung ist echt gut getroffen und sieht sehr, sehr schick aus. Und dann kommen wir hier auf die Unterseite. Dort sehen wir ebenfalls nochmal eine weitere Phaserbank, die hier rumgeht, die Registrierungsnummer. Und natürlich nochmal hier die ganzen kleinen Fensterchen. Und da kann man echt nicht meckern. Das ist sehr, sehr schön und präzise aufgedruckt. Da hat man also gar keinen Grund, irgendwas zu bemängeln. Und vor allem, das hier ist komplett aus Metall. Die komplette Untertassensektion ist aus Metall gefertigt. Das wirkt auch richtig solide und stabil, wenn man das so in den Händen hält. Und hier sehen wir nochmal den Registrierungsaufdruck. USS Enterprise, also nur Enterprise 1701D, und das ist schon ein richtig kleiner Druck und auch der sieht sehr, sehr sauber aus. Gehen wir mal etwas weiter nach hinten, dann sehen wir hier die beiden Impulsantriebe der Untertassensektion. Die sind nur aufgemalt, also nicht irgendwie mit transparentem Plastik oder so gearbeitet, sondern aufgemalt, und dort sieht man dann so kleine Kleinigkeiten. Das könnte etwas sauberer sein. Weiter unten sehen wir hier den Hauptimpulsantrieb, auch der ist aufgemalt. Hier haben wir die beiden Shuttle-Rampen, Shuttle-Rampe 1 und 2. Und dann kommen wir hier zur unteren Sektion und die ist nicht mehr aus Metall, sondern die ist aus Kunststoff, genauso wie die Warp-Gondeln. Und die schauen wir uns zuerst mal an, denn hier wurde schön mit transparentem oder teils transparentem Plastik gearbeitet. Einmal hier bei den Warp-Spulen, das sind hier diese blauen Teile, da kann man sehen, dass das Plastik ist, was eingearbeitet wurde. Und ebenso hier mit den Bussard-Kollektoren, auch das ist transparentes Plastik in Rot gehalten und sieht somit etwas schöner und edler aus. Auch hier haben wir nochmal den Aufdruck 1701D. Schauen wir weiter rum, was sehen wir hier noch Schönes? Auch hier sind die Aufdrucke alle sauber geraten. Hier haben wir nochmal das Sternenflotten-Logo mit aufgebracht. Auch hier dieses Pinstriping, also diese rote Linie, die ist mittig und da gibt es keine Abweichungen.
alles gut gearbeitet. Hier hinten sehen wir nochmal zwei Photonentorpedobänke, die beiden hinteren. Gehen wir mal zur Unterseite. Auch da sieht alles sehr, sehr sauber aus und schön verarbeitet. Hier unten haben wir dann nochmal die untere Torpedophalanx, die dort angebracht ist, ebenso wie das Sternenflotten-Logo. Also vom Detailgrad gefällt mir das wirklich gut. Dann haben wir hier den Hauptdeflektor. Auch der ist aufgemalt und kein durchsichtiges Plastik, passt aber soweit. Und ein sehr schönes Modell, kann ich echt nicht meckern. Ich mag das hier wirklich sehr. Das war auch das erste, das ich hier von Eagle Moss hatte. Und das hat mich dann so weit fasziniert, dass ich dann nach und nach mir immer mehr Modelle mal bestellt habe, so zwischendurch. Und mittlerweile habe ich da schon eine recht ordentliche Sammlung und dachte, die könnte ich euch ja mal zeigen. Einige von euch werden bestimmt auch hieran ihren Spaß haben und sich vielleicht selbst das ein oder andere Modell zulegen wollen. Dazu packe ich euch wie immer Links, die ich noch finde, hier unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr die Teile dann direkt kaufen. Das soll es dann aber erstmal gewesen sein hier vom Modell der Enterprise D. Bei jedem Modell gibt es auch noch ein passendes Begleitheft und das schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Und da haben wir Ausgabe Nummer 1 E-Enterprise D mit einem schönen Cover auf der vorderen Seite. Dann sehen wir hier erst einmal auf den ersten beiden Seiten ein paar Spezifikationen zum Raumschiff. Was haben wir weiterhin? Dann haben wir hier nochmal ja, so eine Erklärung zum Schiff mit ein paar Details. Sehr schöne Drucke haben wir hier auch drin. Und das richtig Interessante kommt nachher erst noch. Hier so ein paar geschichtliche Informationen. Und hier immer cool gewesen, wenn sie gegen die Borg gekämpft haben. Das waren immer teilweise meine Lieblingsepisoden. Dann haben wir hier natürlich die automatische Separation mit erklärt, denn die Untertassensektion, die konnte sich ja lösen von dieser Maschinensektion und dann konnten die separat voneinander fliegen. Wurde leider nur ein paar Mal gemacht, ja, war auch immer so ein kleines Highlight in der Serie. Hier haben wir nochmal detailliert erklärt, was wo genau sitzt, die Warp-Gondeln, die Phaserbänke und so weiter. Kann man sich hier alles nochmal schön anschauen, wo hier was verbaut wurde. Und das hier finde ich besonders interessant. Hier könnt ihr Konzeptzeichnungen sehen von der Enterprise D, woraus sich dann das endgültige Design entwickelt hat. Das finde ich schon ziemlich interessant, habe ich so noch nirgends gesehen. Und da kann man auch die Entstehungsgeschichte so ein bisschen nochmal nachlesen. Also insgesamt ein empfehlenswertes Heftchen, kann man sich gerne angucken. Gibt es mit im Paket dazu und das liegt auch bei jedem Raumschiffmodell dann mit dabei. Also, das soll es dann aber erstmal gewesen sein, Leute. Das ist die Enterprise D, das erste Video aus dieser kleinen Serie hier der Eagle Moss Raumschiffsammlung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut!